Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, im letzten Part haben wir ja hier ein bisschen gehakt. Ich habe dann ein bisschen offscreen noch ein bisschen geschaut und eigentlich ist es ganz simpel. Wir müssen ja in den Raum kommen. Und wir haben den Strom aktiviert und wenn wir uns jetzt hier hinten in dem Schrank das Bild nochmal etwas genauer ansehen, nämlich mit unseren Sinnen, sehen wir, dass dort hinten ein Schalter versteckt ist. Und ich glaube, so kommen wir auch in dieser Welt hier hinten rein. So, jetzt muss ich natürlich die Zeit verdrehen, dass der Eingang offen ist, ne? So, müssen wir mal gucken. Dann drehen wir die Zeit mal zurück. Und haben jetzt im Prinzip den Eingang hier hinten offen und können jetzt hier reingehen. I'll never get used to this. Okay. Shit! Sadness? This isn't funny. Sadness? Keep it together, Marianne. Okay. Let's see what's in here. Was haben wir denn hier drinne? Nope. Doesn't work. Funktioniert nicht. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Okay. I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Vergiss das Rotlicht nicht. 5 Sekunden bestrahlen, 3 Sekunden in jeder Ablage. Okay. Entwicklungsprozess. Erstens Entwickler, dadurch werden die freigelegten Bereiche des Fotos schwarz. Bereiche, die wenig Licht ausgesetzt waren, färben sich grau. Bereiche, die kein Licht ausgesetzt waren, behalten die Farbe des Papiers. Zweitens Stoppbad. Stoppt den Entwicklungsprozess, die Effekte des Entwickelns und neutralisiert das Fotopapier. Drittens, Fixiermittel. Entfernt das Silber auf dem Papier und macht das Bild beständig. Okay, aber wir müssen scheinbar ein Foto entwickeln. That's one. 2 more to go. Okay, das ist Stopp. Aber ich wollte eigentlich hier nochmal gucken, weil hier lag auch noch ein bisschen was. Okay, Fotopapier. Da kann ich schon arbeiten. Da kann ich das entwickeln. Hier kann ich das Zeug reinmachen. Da auch noch. Okay. Wir müssen aber erstmal jetzt 3 Flüssigkeiten finden. Fixiermittel. Okay. Wir brauchen aber auch noch ein Foto, oder? I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit, in meinem Geist eindringt. Es will raus. Es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen. Selbst wenn das bedeutet, nein, ich werde einen anderen Weg finden. Okay. Hope he's not using it as a textbook. Chemabelix. Okay, was haben wir denn hier? Malus Maleficum oder der Hexenhammer. Okay. Noch ein Buch. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of Philosophie, Spiritualiste, das Übernatürliche unterdrücken. Okay. Ach, hier haben wir das andere. Okay. Hey, that's all of them. So. This should come in handy. Und wir haben sogar noch eine Schale gefunden. Ich glaube, wir müssen das, wie gesagt, das Foto entwickeln. Ich habe gar nicht, keine Ahnung, haben wir denn eigentlich ein Foto? Fotopapier, Taschenlampe. Okay, dann würde ich sagen, hier kommt erstmal die Ablage hin. Hier müsste ja das Fotopapier hinkommen. So, was brauchen wir zuerst?
Okay. Entwickler, Stoppbad, Fixiermittel. Oh, gut, also. Entwickler. Müsste ja eigentlich das sein, ne? So, dann müssen wir noch mal gucken. Entwickler, Stoppbad, Fixiermittel. So, hier kommt dann Stoppbad rein. Und hier kommt Fixiermittel rein. So. 5 Sekunden bestrahlen und dann in jeder Ablage 2 Sekunden. Wir probieren es einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Belichtetes Foto. Dann packen wir das da 3 Sekunden rein, ne? 1, 2, 3. Okay. Dann ins Stoppbad. 3 Sekunden. 1, 2, 3. Foto aus Wasserbad. Und dann noch in den Fixierer. 3 Sekunden. 1, 2, 3. Ich glaube, wir haben das Foto entwickelt. Aber was ist auf dem Foto drauf? Das sind wir. Jetzt geht doch noch der Projektor einfach an. Who's there? What? What the fuck is this? Ach du Scheiße. Hello? Are you all right? Don't look at me! Okay, ich glaube, müssen wir flüchten? Ach du Scheiße. Okay. Don't go! Entkomme dem Monster. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wohin? Huhuhuhu. Oh Gott, no! Ich glaube, ich war zu langsam, oder? Eieieiei. Oh mein Gott, was sind das für Fluchtsequenzen? Ich war eindeutig zu langsam, würde ich sagen. Oh Mann. Wait, don't go! Oh Gott. Don't leave me here. Ich renne doch, aber schneller kann ich doch gar nicht. Schneller kann ich doch gar nicht rennen. Let me try you off. Oh Gott, no! Oh shit, die hat mich gekriegt. Ach, jetzt bin ich den Schotter rein hier in die Hände. Hm.
Oh mein Gott, das wird eine Stelle sein jetzt, bei der werden wir noch ganz schön lange hängen, denke ich mal, weil ich nicht weiß so richtig, wo ich hin muss eigentlich. Naja. Dann probieren wir es halt nochmal. Ich kann aber auch nicht einsetzen, also ich kann nur flüchten. Ich kann nur flüchten. Oh Gott, no! Scheiße. Jetzt bin ich klebert an der Stelle. Okay. Renne. Ich kann mich aber auch nicht irgendwie verteidigen hier, ne? Uiuiui. Not a fan of light, huh? Fucking figures. Okay. Ich bin jetzt auch in der anderen Welt hier gefangen, ne? Nicht in der realen Welt. Mich mal gucken. So war die Geisterwelle und so war das Schutzschild. Okay. Ich werde auch nicht nochmal da zurückgehen, denke ich mal. Oh mein Gott, muss ich mich jetzt hier durchschleichen? Oh oh. Okay, dreh dich nicht um. Ist er jetzt wieder verschwunden? Gott. Das ist ja wirklich ein richtig ekliges Vieh. Tja, wo muss ich hier hin? Okay, wo gehst du rum? Komm schon, das schaffst du. Du, schnell bis zur nächsten Lichtquelle, würde ich sagen, ne? Okay. Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzugehen. Die Frage ist, komme ich hier durch? Ich habe hier keine Energie mehr. Okay. Das klappt nicht wirklich. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, also.
Ja, die kann ich auch nicht vertreiben, ne? Aber ich will ja auch nicht zurückgehen. Oder ich muss zurück vielleicht? Dass ich gar nicht dort hinten lang muss. Nee. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich hier lang muss. Vielleicht dann als Aufgabe. Entkomme dem Monster immer noch. Also theoretisch gesehen ist er ja weg, ne? Hier hinten kann ich auch nicht lang. Oh, das bringt ja eigentlich letztendlich jetzt wieder vorrenne, oder? Das bringt doch eigentlich nichts, wenn ich jetzt wieder hier vorrenne den ganzen Weg. Nein. Das bringt wirklich nichts. Ich kann ja theoretisch gesehen nur dort hinten reingehen. Hier hinten kann ich nichts machen, hier kann ich nichts machen. Hier komme ich auch nicht rein. Aber ich komme hier durch, okay. Gut. Das hat beim ersten Mal wahrscheinlich nicht geklappt, weil ich zu wenig Energie noch hatte. Okay. Der ist aber trotzdem noch irgendwo, ne? Irgendwo rennt das Vieh noch rum. Vor allen Dingen, was war das? Der Schlund, war. Oh Gott, Marion. Most okay. People spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Ich hoffe doch, ich bin nicht tot. Nee. Sehr gut. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost.
I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Tja, Fragen über Fragen, würde ich sagen, ne? Marianne! Wake up, please! Marianne! Oh, da habe ich mich erschrocken. Es war nur die Vibration von meinem Controller. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Folge Trauer. Okay, entkomme dem Monster, Folge Trauer. Ich würde sagen, was uns hier erwartet, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Fürchtet euch genauso wie ich und wir haben eine Menge Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.